Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag und ich hoffe, ihr hattet tolle Ostern. Ja, also ich hatte ein überragendes Osterfest und das habe ich euch zu verdanken. Und zwar liegt das daran, dass ich ja vor ein paar Tagen das Karfreitag-Video hochgeladen habe, und zwar am Samstag. Mittlerweile ist es übrigens Mittwoch. Jedenfalls, was wollte ich sagen und nicht lügen? Genau, Karfreitag-Video, knapp 4000 Aufrufe und das bis jetzt. Und ich bin euch super, super dankbar, allein, dass ihr geklickt habt, dass ihr geschaut habt und die ganze Watchtime, die dadurch generiert wurde. Finde ich super genial, ein paar Abonnenten sind dazugekommen. Euch an dieser Stelle herzlich willkommen, ja, in der Garage 8 Familie. Heute soll es, wie angekündigt, um den Civic wieder gehen, also um den EJ6, weil langsam, aber sicher natürlich der Innenraum weiter nackig werden muss. Und ich werde das jetzt so machen, dass werden statt zwei Teile werden das tatsächlich 3, 4, vielleicht 5 Teile. Ganz einfach, damit ich das quasi als Tutorial das Ganze mache. Heißt also, ich zeige heute, wie man die vorderen Sitze hier ausbaut. Mache dann beim nächsten Mal Tacho und Lenkrad und Armaturenbrett, sodass das Ganze quasi in einem Video rauskommt. Dann wird es noch ein Video geben zu den Streben und dem Dachhimmel. Und ich denke, was da noch über ist, das werde ich dann vielleicht in einem... Ich habe auch schon mal hier mein Werkzeug parat gemacht, also eigentlich ist es nicht extrem viel. Und ja, ich nehme morgen übrigens noch so ein Random Talk Video auf, nur damit ihr jetzt Bescheid wisst. Dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Und zwar habe ich den Sitz jetzt einmal nach ganz vorne geschoben, um hier quasi an die Schraube dran zu kommen. Das ist eine 12er Nuss, die ihr nehmen müsst. Auf der Innenseite, also zur Mittelkonsole hin, ist diese schöne Abdeckung noch. Ich habe auch jetzt im... Das Ganze ist wohl geklippt. Ich werde mir da gleich einen Schraubendreher für fertig machen und dann das Ganze einmal raushebeln. Das ist jetzt quasi hier diese Abdeckung. Ja. Man sieht eben hier die beiden, hier die Nase und auf der anderen Seite die. Also nichts Weltbewegendes. Ja, die hinteren Schrauben sind schon mal raus, wie ihr gerade unschwer gesehen habt. Ich habe den Sitz jetzt einmal nach ganz hinten geschoben, um quasi an die beiden vorderen Schrauben zu kommen. Und die sitzt einmal dort und dort quasi hinter dem Hebel für die Verstellung. Und wenn das jetzt dunkel gewesen ist, tut es mir natürlich leid. Ich werde jetzt Licht anmachen, sodass ihr quasi seht, was hier passiert. Und damit ist Sitz Nummer 1 auch schon ausgebaut. Ich werde jetzt noch eben fix den Beifahrersitz machen. Und da fangen wir dann quasi genauso an wie jetzt auch. Einmal von hinten und dann arbeiten wir uns nach vorne durch. We'll be right back.
Noch eben rausgehoben, ja, also die stehen jetzt, weiß ich, da sieht man eine Kopfstütze, also die stehen jetzt auf der Fahrerseite des Autos, das heißt, ich musste gerade irgendwie durch die Beifahrerseite klettern, ist aber jetzt auch eigentlich egal. Folgendes, guck mal, wir haben so viel Platz dazu gewonnen. Das soll es auch schon fürs heutige Video gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte zwar eigentlich noch mit dem Armaturenbrett anfangen, das verschiebe ich allerdings auf nächstes Mal. Nicht, weil es mir zu viel Arbeit ist, das liegt ganz einfach daran, ich möchte nicht in diesem Video damit anfangen, im nächsten damit aufhören. Irgendwie, das habe ich in der Vergangenheit mal öfters gemacht, aber das finde ich irgendwie nicht mehr so gut. Und deswegen mache ich das jetzt alles in einem Schwung quasi beim nächsten Mal. Das heißt, ich werde das Auto fürs nächste Mal auch ein bisschen nach draußen schieben müssen, weil hier an den Seiten sind jeweils dann immer Abdeckungen noch. Und die muss ich natürlich auch rauskriegen. Geht natürlich nicht, wenn das Auto direkt oder fast direkt an der Wand steht. Ich werde mir da noch was einfallen lassen. Ich würde jetzt erstmal sagen, das war's für dieses Video. War nicht ganz so spannend, ich weiß. Aber ich wollte eigentlich, und das habe ich euch ja gesagt, eigentlich alles zeigen, was ich aus dem Auto ausbaue. In diesem Sinne danke ich vielmals fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, lasst ein Däumchen da, kommentiert, abonniert, ihr wisst es ja. Würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Denn das nächste Ziel sind natürlich erstmal die 100 Abonnenten, damit ich meine Custom-URL kriege, damit wir endlich Sticker kriegen. Und deswegen, lasst gerne ein Abo da, teilt gerne fleißig und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.